Ich zeige dir heute eine Funktion in Logic Pro, die ich tatsächlich noch nicht kannte und von der ich überzeugt bin, dass auch die meisten von euch sie noch nicht gekannt haben. Dieses kleine Plugin kann dir vor allem beim Drums und Beats programmieren extrem helfen, aber auch für andere kreative Aufgaben ist es super geeignet. Die Rede ist von Note Repeater. Und nein, ich meine nicht dieses MIDI FX Plugin, diesen Note Repeater hier, sondern ich meine etwas anderes. Hören wir aber erstmal hier in unser kleines Beispiel rein. Du hörst also, hier ist ein Beat programmiert, aber es fehlt die Hi-Hat. Und ich möchte jetzt eine Hi-Hat dazu programmieren. Ich habe mir hier genau das gleiche Drumkit nochmal runtergeladen und könnte jetzt hier herkömmlich einfach über meine MIDI-Tastatur die Hi-Hat hier einspielen. Das ist aber insbesondere dann, wenn du kein Drummer bist, relativ anstrengend. Und hier kommt jetzt unser Note Repeater ins Spiel. Und der versteckt sich hier bei den erweiterten Funktionen. Die siehst du hier. Und hier siehst du schon die Notenwiederholung zu Deutsch. Die kannst du einmal so aufmachen und da erscheint schon dieses ominöse kleine Plugin, wobei es kein richtiges Plugin ist. Und du kannst ihn auch öffnen über den Shortcut Control Option Enter. Das ist also hier unser Note Repeater. Und was jetzt passiert, wenn ich hier auf meine Hi-Hat drücke, dann hörst du Folgendes. Du hörst Achtel, also eine ganz normale Notenwiederholung, wie es hier auch steht. Soweit erstmal nichts Besonderes. Ich kann jetzt die Rate aber natürlich auch verändern, zum einen. Und was sehr interessant wird, ich kann hier einen CC-Controller zuweisen, hier unten. Das heißt, ich kann jetzt also diese Achtelnote hier steuern über mein Modulationsrad zum Beispiel. Ich könnte jetzt hier auch jeden anderen beliebigen Controller zuweisen, Pitchband und so weiter, aber das Modulationsrad gefällt mir jetzt hier ganz gut und jetzt wird es hier unten spannend. Hier hast du jetzt nämlich Maximum- und Minimumwerte zum einen und zum anderen haben wir hier auch noch zum Beispiel Triolen und punktierte Noten. Das heißt, du ahnst schon, wo die Reise hier hingehen könnte. Ich kann jetzt über mein Modulationsrad hier verschiedene Notenwerte anfahren und Maximum und Minimum bedeutet in diesem Fall jetzt der schnellste oder der Highspeed sozusagen, die schnellste Note, die ich haben möchte und die langsamste Note, die ich haben möchte. Minimum, also die langsamste, lasse ich mal auf Achtel und bei der schnellsten Note gehe ich jetzt mal auf 64stel Triol. Ich kann jetzt also über mein Modulationsrad Werte von 1/8 bis 1/64 Triole ansteuern. Ja, weil ich hier unten auch Noten- oder Triolenwerte genommen habe. Ich kann die auch ausschalten, dann habe ich nur binäre Noten. So, wenn ich jetzt die Taste hier gedrückt halte und mein Modulationsrad bediene, das kannst du jetzt leider bei dem Keyboard gar nicht sehen, sehe ich gerade, dann kann ich hier, wenn ich das Modulationsrad nach oben fahre, die Notenwerte oder schnellere Notenwerte anfahren. Also, das ist schon mal sehr, sehr spannend, vor allem, weil ich jetzt sehr, sehr intuitiv gleich live hier diese Performance aufzeichnen kann. Also die Veränderungen, die rhythmischen Veränderungen, die du gehört hast, die habe ich über mein Modulationswheel hier gemacht. Ich habe es nach oben gefahren, du siehst es hier oben an der Rate und jetzt fahre ich es, ist Modulationswheel ganz nach oben und jetzt ist es ganz unten. Ja, probieren wir einfach gleich mal eine Performance hier einzuspielen. Du siehst also zum Drums und Beats programmieren auf jeden Fall schon mal eine kreative Hilfe. Die große Frage ist jetzt allerdings, geht das auch mit harmonischen Instrumenten, mit Melodieinstrumenten? Und das habe ich auch ausprobiert. Ich habe mir hier mein geliebtes E-Piano von Logic selber reingeladen, das Deluxe Modern Classic. Und ich möchte jetzt hier eine Chord Progression dazu spielen zu diesem Groove, zum Beispiel sowas. Irgendetwas in die Richtung. Und ich möchte sie aber natürlich mit dem Note Repeater auch bearbeiten und zwar live. Das heißt, ich schalte den Note Repeater wieder zu und du siehst jetzt, wir haben hier auch noch zwei weitere Spalten, nämlich Velocity und Gate. Und was du jetzt hören kannst, wenn ich ihn hier einfach so zuschalte, das ist jetzt genau das gleiche wieder, ja, von 1/8 bis 1/16, bis 1/64, dann hört sich das etwas komisch an, wenn ich jetzt hier Akkorde spiele und du wirst gleich hören, warum. Du hörst also, wir haben keinerlei Velocity. Das heißt, die Wiederholungen sind alle gleich laut und hämmern da rein. Das klingt sehr statisch und sehr, sehr langweilig. Und deswegen schalten wir jetzt hier die Velocity-Möglichkeit zu.
Ich gehe also hier rein und wähle wieder meinen Modulationsgrad. Ich habe jetzt hier Maximum und Minimum. Das ist ein bisschen verwirrend jetzt hier. Bei Maximum bedeutet, oder Maximum bedeutet in diesem Fall jetzt, dass ich das Modulationsgrad ganz aufreiße, ist also ganz oben, und Minimum bedeutet, dass ich es ganz nach unten ziehe. Und dementsprechende Werte möchte ich jetzt eingeben. Ich möchte also jetzt bei Maximum, kann hier draufklicken oder kann das hier anklicken, mal 50 eingeben. Das sind also Velocity-Werte und bei Minimum 100. Weil je schneller die Wiederholungen, desto leiser wird es jetzt. Ne? Das ist schon mal gar nicht schlecht, oder? Aber wir können es noch weiter treiben. Was zum Beispiel, wenn wir jetzt möchten, dass die Wiederholungen nicht nur leiser, sondern auch kürzer oder mehr staccato werden? Das können wir über das Gate machen. Ich habe es hier vorher schon mal probiert. Ich habe hier 75% eingestellt. Auch hier möchte ich wieder das Modulationsrad, dass alles über das Modulationsrad gesteuert wird. Du könntest jetzt natürlich hier auch noch einen anderen Controller anwenden. Aber in diesem Fall möchte ich ja, dass alle Werte hier über das Modulationsrad laufen. Und ich habe hier eingestellt, ich möchte hier eine, wenn es Maximum ist, 20% der Länge der Originalnote. Und wenn es Minimum ist, also Modulationsrad ganz unten, 75%. Es passieren jetzt also drei Sachen, wenn ich einen Akkord halte und das Modulationsrad nach oben drehe. Je weiter ich es nach oben drehe, desto schneller wird die Notenvariation oder der Notenwert, desto leiser werden die Wiederholungen und desto kürzer werden sie. Ich probiere mal was aufzunehmen. Du siehst, er hat jetzt immer die 1 weggelassen hier. Das passiert leider gerade bei meinem Screen-Recording-Programm. Wenn ich das aus habe, passiert es nicht. Und du kannst hier eine Live-Performance tatsächlich auszeichnen. Die Wiederholungen werden leiser, schneller und mehr staccato. Versuch einfach mal offscreen nochmal kurz eine bessere Performance hinzubekommen und vielleicht noch einen Bass dazu einzuspielen. Gut, ich habe noch einen Bass eingespielt und noch ein Flächenpad eingespielt, um das hier noch ein bisschen auszuarrangieren. Und habe das Ganze nochmal aufgenommen. Du kannst danach den Note Repeater wieder abschalten einfach. Das ist dann okay, das ist hier aufgezeichnet. Und dann klingt die ganze Sache so. Was hältst du davon? Schreib mir das mal bitte gerne in die Kommentare und vor allem würde mich interessieren, ob du den Note Repeater schon gekannt hast. Falls du dich dafür interessierst, wie du Logic für dich optimieren kannst, vielleicht bist du gerade von einer anderen DAW erst umgestiegen oder erst neu eingestiegen bei Logic, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic, diese DAW, für dich optimieren kannst und wie du deinen Workflow massiv in Logic Pro beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, das hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, hoffe, du hattest Spaß bei diesem Tutorial hier. Schick dir viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!